Hey ihr Lieben, was geht ab, was geht ab? Ich möchte euch heute einen wunderschönen, wundervollen Valentinstag Gruß schicken aus dem schönen Spanien. Ich habe mir gedacht, ich fahre mal an den Strand und ihr werdet es nicht glauben. Da sind schon ein paar hartgesockene, sehen wir das da hinten, die schon im Wasser sind. Da hinten, so ein paar, wo sind die denn da? Da hinten irgendwo. Seht ihr das? Gehen schon schwimmen hier. Ich war gerade im Restaurant von einer Freundin von mir. Und da ist auch meine Freundin gerade, die arbeitet da in der Küche. Und heute machen wir da einen schönen Tag. Ihr Lieben, ihr Wunderschönen, ihr Wundervollen, Wundervollen, Wunderschönen. Ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich so emotional war wegen meinem Freund, der gestorben ist. Ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Verständnis. Ja, ihr Lieben. Nur fand ich das als meine Pflicht, ein Wort dazu zu verlieren. Ne? So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Valentinstag. Seid lieb zu euren seid lieb zu euren Freundinnen, ja? Seid sehr lieb zu ihnen. Frauen sind ganz andere Geschöpfe, ihr Männer. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe früher sehr viel falsch gemacht, ja? Und jetzt weiß ich, wie man das richtig tut, ja? Seid lieb zu euren Freundinnen, seid nett zu ihnen, beschert ihnen ein schönes Geschenk. Und falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, was soll man großartig sagen? Die Liebe spricht von allein, nicht wahr? Ihr Lieben. Ja. Das hier ist direkt Tarragona, also hinter diesen Felsen. Kommt dann schon direkt die Stadt, dann der riesengroße Strand der Stadt, da bringe ich euch auch mal hin. Da ist da alles voll mit Bars und Pubs und sowas, kennt ihr ja wahrscheinlich von euch, die mal in Mallorca, Ibiza waren oder halt auf den Inseln. Das ist hier genauso auf dem Festland, diesen ganzen Pubs und Bars, ihr Lieben. Ja. Und das hier ist der Strand, La Rebasada heißt das hier. Richtig cool, hier waren wir früher immer gewesen mit, wenn wir in Urlaub immer herkamen, mit unseren Freundin. Schöne Zeiten. Ja, ihr Lieben. So, also, habt einen schönen Valentinstag, ja, seid dem Herrn befohlen. Ja, dank Gott, dass ihr eine wundervolle Freundin, ja, eine wundervolle Freundin bei euch habt und an euch Mädels auch, ja, okay. Liebe Mädels, wir leben in einer schweren Zeit, ja, und ihr müsst, die Frau ist der Rückgrat eines Mannes, ihr seid der Rückgrat eines Mannes, versteht ihr das? Wenn der Mann eine gute Frau hat, wird er alles dafür tun, dass es dir gut geht, ja, und nicht so viel versuchen, den Mann zu bändigen und hin und her ein bisschen mehr Freiraum geben, genauso den Mann lieben, wie der Mann auch dich liebt. Die Bibel sagt, wir Männer sollen die Frau so sehr lieben bis zum Tod. In meinen Worten jetzt sinngemäß. Ja, dass wir euch lieben sollen und verteidigen sollen, wenn es sein muss, bis zum Tod. So sehr lieben wir Männer euch Frauen. Ja, dass ihr das mal wisst. Auch wenn wir es nicht so aussprechen und nicht sagen, wir lieben euch. Ja? Und in diesen harten Zeiten, ja, wo wir weniger jetzt verdienen, wo der eine mal mehr verdient, habt eure Augen auf euren Mann, solange er euch liebt. Ja? Die Zeiten werden wieder besser. Ja? Es ist immer ein Auf und ein Ab. Seid eurem Mann treu, also klar treu, ich meine treu in allem. Ja? Denn ihr seid das Rückgrat des Mannes. Ja? Ihr seid es, der nach Gott dem Mann Stärke gibt. Kein Freund, kein, ja, du und die Kinder, ja, ihr lieben Frauen. Also, ja, ihr wisst ja, ich bin mit meiner Moralapostel predigt immer. Aber warum denn nicht, ja? Warum denn nicht? Also, habt Liebe, ihr Lieben, habt Liebe! Habt Liebe, denn Gott hat euch das alles hier beschert. Gott hat euch allen dieses Land gegeben, ja? Das ist, was Gott euch alles geschenkt hat. Habt Liebe, das Leben ist wunderschön, ja? Und ein Wort noch.
wenn ihr die Muslime liebt, wenn ihr die Muslime liebt, ja, dann wartet nicht, ja, dass sie vielleicht morgen sterben in einem Autofall oder sonst was, bekehrt sie zu Jesus Christus, denn dann werdet ihr sie im Himmel wiedersehen. Ich werde meinen Freund nicht im Himmel wiedersehen. Ich habe zu Gott gebetet, dass er vielleicht unter den Ignoranten zählt, zu den Unwissenden, aber ich habe ihm schon, wo wir jung waren, schon vom Christentum erzählt, wir haben schon, wo wir jung waren, vom Islam und vom Christentum erzählt, und ich wusste, bei ihm kann man einfach nichts machen, er hat immer abgeblockt und dann haben wir es auch irgendwann mal gelassen, aber ich habe es wenigstens versucht, ja? Und das ist, was ich euch sagen will, wenn ihr wirklich eure Freunde, eure muslimischen Freunde liebt, ja, dann redet mit ihnen über Jesus Christus, ja? Die meisten von ihnen werden euch verlassen, so wie Jesus Christus sagt, ich werde euch das Schwert bringen. Ja? Sie werden euch verlassen. Wenn ihr den Islam kritisiert oder ja, vergleicht mit dem Christentum, sie werden euch verlassen. Doch ihr habt wenigstens versucht, sie ins Himmelreich zu bringen. Versteht ihr das? Ich habe versucht mit meinem Freund. Viele Male. Er hat mich sogar von Facebook blockiert, als er gesehen hat, dass ich YouTube-Videos mache und hin und her. Hat er mich von Facebook gelöscht, Entschuldigung, nicht blockiert, gelöscht. Ja? Obwohl wir die besten Freunde waren. Das ist, was Islam macht. Und liebe Muslime, das ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum. Ihr könnt uns kritisieren, ja? Und wir bleiben trotzdem weiterhin eure Freunde. Wenn wir den Islam kritisieren, verlässt ihr uns. Ja? Jetzt denkt doch mal logisch. Ja? Was ist Liebe? Christentum oder Islam? Beki ist gestorben. Ja? Wenn er nicht unter den Ignoranten zählt, eigentlich zählt er nicht unter den Ignoranten, weil ich hab mit ihm darüber schon so oft geredet, wo wir jung waren. Ja? Er weiß über das Christentum Bescheid. Er hat es nicht angenommen. Ja? Gott ist kein Wunschkonzert. Ja? So sehr ich ihn liebe, geliebt habe, ist er tot, das kann ich nicht sagen, ist er tot, so sehr ich ihn geliebt habe. Ja? Natürlich kommt jetzt mein Hirngespinst, meine eigene Moral. Ja? Aber Gott ist eben kein Wunschkonzert. Wenn man von ihm gesprochen hat und sie ihn ablehnen, haben sie von ihm gewusst. Und wir wissen ganz klar, was der Vater dazu sagt. Versteht ihr? So. Aber ich habe es versucht. Und was ich euch sagen will, ist, wenn ihr die Muslime wirklich liebt, ja, auch wenn ihr wisst, dass sie euch verlassen werden, eure die Freundschaft kündigen werden, wenn sie sterben, die Muslime, die ihr liebt, eure Freunde, wenn sie sterben, wenn ihr das Wort nicht gebracht habt, ihr es nicht versucht habt, werdet ihr weinen. Ihr werdet den Himmelreich weinen, dass sie nicht an eurer Seite sind. Okay? Wenn ihr sie wirklich liebt, versucht sie zum Christentum zu bekehren. Ich habe es versucht und 98% aller meiner muslimischen Freunde haben mich verlassen. Ja, ich weiß, dass ich hart in den Videos war, aber das funktioniert auch nur so, liebe Muslime. Ja? Ihr verfolgt uns seit 1400 Jahren, verfolgt ihr uns und habt Millionen, 100 Millionen von Christen getötet und 100 Millionen von Juden getötet in 1400 Jahren. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass wir das normal angehen, das Thema. Nein. Ja? Nehmt also das Christentum an, ihr Lieben. Okay? Und seid in der Liebe. Okay? Verlasst diesen Hass. Ja? So, also. Ein Lebwohl an euch alle, die ihr mich verlassen habt. Auch wenn ihr das nicht seht. Ein Lebwohl und ein Goodbye.